Guten Bam zusammen. Herzlich willkommen zur Bamolution. Neue Frisur, neues Format, neu, 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 neu. Wir machen jetzt alles ganz neu und retten diesen Planeten. Also, ab durch die Angst, ins Vergnügen. Bam. Ja, hallo, das ist die erste Folge von Bamotional, meinem neuen Format, das eher so gedacht ist für meine Unterstützer etc., damit sie so wissen, was alles so los ist und was ich noch alles für die Zukunft plane. Wenn du ein Freund bist von meinen Recherchevideos, dann weißt du zukünftig, wenn Bamotional draufsteht, ist es wahrscheinlich nichts für dich. Diese Videos sind für meine Unterstützer, damit sie erfahren, was so Sache ist, und für die Trolle, damit sie wieder neues Material finden, womit sie mich psychologisch, kriegsführungstechnisch fertig machen können. Also los, ab durch die Angst, in die Authentizität und den Erfolg. Los geht's. Für das heutige erste Bamotional habe ich 3 Punkte vorbereitet. Erstens, was war eigentlich los im Oktober, wo man mich so selten gesehen hat oder eigentlich nicht? Und zweitens, was treibe ich mit den Spendengeldern? Drittens, wie kann man mich noch unterstützen, wenn man mich nicht mit Geld unterstützt? Dann mal los. Erstens, was war los im Oktober? So, der Oktober ist für Überlebende von ritueller und sonst wie organisierter Gewalt eigentlich immer schwierig. Jedenfalls, sofern diese Menschen in irgendwelche rituellen Kontexte eingebunden waren. Denn im Oktober gibt es irre viele satanische Feiertage. Das ist euch wahrscheinlich gar nicht so bekannt, aber es gibt auch satanische Feiertage. Ihr könnt mal nach so satanischen Feiertagen suchen im Internet. Da gibt es einige Listen, die das so aufzeigen. Da könnt ihr ganz erstaunt sein, wie viele von diesen Feiertagen mit anderen Feiertagen übereinstimmen. Und da könnt ihr ja mal schauen, um was es da geht, wenn es da zum Beispiel gleichzeitig auch um... Nee, ich will gar nicht zu viel verraten. Das ist eine Recherche, die macht ihr selbst. Der Oktober ist ein Monat voller schrecklicher Feste und Rituale, voller zweifelhafter anderer Feste übrigens auch noch, wenn es nicht nur um satanische geht. Wie dem auch sei. So, Oktober war richtig hart. Es ist eigentlich auch immer noch ein bisschen hart. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich versuche gerade das 5. Mal hintereinander dieses Video aufzunehmen, an mehreren Tagen hintereinander. Die letzte Überlegung war schon, dass ich Bamotional aus dem Bett mache, weil das natürlich am meisten authentisch ist und weil ich da jetzt zum Beispiel gestern den ganzen Tag gar nicht rauskam. Der Oktober war aber besser, eigentlich schlechter, Bamotional viel schlechter, aber ich habe nicht so im Bett gelegen und das liegt an euch. Dankeschön. Also, im Oktober ziehe ich mich eigentlich immer sehr zurück, weil ich mich da einfach nicht gut fühle. Ich fühle mich den gesamten Oktober schrecklich. Und zwar nicht mit irgendwelchen Erinnerungen im Kopf, sondern mit Erinnerungen im Körper. Ich habe viele Körpererinnerungen. Und das sind dann schreckliche körperliche Symptome. Zum Beispiel, eines meiner schlimmsten Symptome ist furchtbare Kälte. Ich habe den gesamten Oktober mit 2 Wärmflaschen verbracht, die ich mir immer irgendwo so hinstopfe. Viele körperliche Erinnerungen. Und ja, vor allem Kälte. Grausame Kälte. Schmerzen, bestimmte Muskeln verspannen sich ganz, ganz schlimm. Das ist zum einen hier mein Schutzmuskel. Also ich habe hier diesen, ich schütze meinen Herzmuskel hier am linken Arm und hier drunter und so. Der, es geht inzwischen schon wieder ein bisschen. Dann habe ich hier diesen Wutmuskel in meinem Oberschenkel, wo ich mir das immer so erkläre, wo die Wut, die ich eigentlich jemandem ins Gesicht treten müsste, sich drin feststeckt sozusagen. Genau, also mein Oberschenkel hat schrecklich wehgetan, meine Schulter hat schrecklich wehgetan, ich habe nur gefroren. Ja, und das passte aber auch eigentlich ganz gut zu dem, also einerseits war das ganz gut, dass ich da jetzt zum ersten Mal in meinem ganzen Leben im Oktober einen so erfüllenden Beruf hatte, den ihr mir gegeben habt, ganz herzlichen Dank, sodass ich halt die ganze Zeit, während ich mich eh zurückgezogen habe, was Gutes, Sinnvolles zu tun hatte. In den Jahren davor hätte ich im Oktober einfach nur im Bett gelegen und schrecklich gelitten. Dieses Jahr, habe ich zwar auch gelitten, aber ich hatte halt eine sinnvolle Arbeit, Aufgabe, mit der ich mich von morgens bis abends befassen konnte. Ja, da bin ich vielleicht auch ein klein bisschen aus der Balance geraten und habe wirklich sehr viel zu viel gemacht. Aber es ist ja für eine gute Sache. Genau, das war das eine, meine persönliche Einsamkeit, Trauer, Schmerzen, schreckliche Gefühle, die mit Oktober ganz eng verbunden sind. Das zweite war, die Recherche fühlte sich eigentlich auch so ähnlich an. Ich habe dazu auch ein kleines Liedchen angefangen zu schreiben. Das spiele ich euch am Ende des Ganzen hier mal vor. Ich habe mich sehr einsam gefühlt, ich habe sehr gefroren. Und es fühlte sich so an wie eine Reise zu irgendeinem Ort, wo, ich wollte jetzt sagen Antarktis, aber das ist ja Unsinn, weil da dürfen wir ja alle nicht hin.
Also irgendein x-beliebiger, eiskalter, weit abgelegener Ort, wo eigentlich jeder hin darf. Und dieser Ort hat natürlich so seine Geheimnisse, aber die lassen sich entdecken. Und zwar von jedem, der einfach hingeht. Aber es geht keiner hin. Ja, so habe ich mich gefühlt. Eine einsame Arktiswanderung. Eiskalt. Manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, dann tanze ich. Kann ich auch nur empfehlen. Das ist eine ziemlich gute Möglichkeit, um mal eben ganz schnell irgendwie wieder den Kopf ein klein bisschen freier zu kriegen. Naja, aber jedenfalls, innerhalb dieser Recherchen bin ich beim Tanzen manchmal einfach nur heulend zusammengebrochen. Ich bin überhaupt im Moment ziemlich viel, breche ich heulend zusammen. Ist aber auch nicht schlimm, kann man ja ruhig drüber reden. Ist so. Ja, also neben der total anstrengenden und einsamen Recherche hatte ich auch noch zu kämpfen mit meinem alten Computer. Das führte jetzt eigentlich auch schon fast zu Punkt 2. Was mache ich mit euren Spenden? Denn Gott sei Dank werden wir dieses Problem nicht mehr haben, was wir jetzt bei allen anderen Videos vorher hatten, die Technik. Huiuiuiui, mein alter Rechner war sowas von überfordert, ist einfach ständig abgestürzt. Ich konnte teilweise irgendwie 2-3 Arbeitsschritte im Schnittprogramm machen und zack ist er wieder abgestürzt. Ruckelfrei abspielen konnte ich das gesamte Video einfach nie. Also das letzte hier, Teil 2 von Verträgen und Pyramiden, wie man die ganze Welt beherrscht und wer überhaupt. Dieses gesamte Video, also fast 2 Stunden, konnte ich im Schnitt nicht einmal angucken. Das führte dann auch zu so einigen Schwierigkeiten mit den Schnitten und da gibt es einige Hapser im letzten Video, was den meisten von euch wahrscheinlich eh total egal ist. Anderen aber auch wieder überhaupt nicht. Ich habe eine Menge Ärger bekommen, zum Beispiel für zu laute Hintergrundgeräusche etc. pp. So, 2 Dinge. Erstens, wird das in Zukunft ein bisschen besser werden, weil ich halt nicht mehr diese technischen Schwierigkeiten jetzt habe, dank euch. Zweitens, ich werde nie komplett auf Töne verzichten, ne? Und überhaupt diese ganze Art, wie ich diese Videos mache, das heilt mich. Ich sitze hier Stunden und Tage lang und bin beschäftigt mit Dingen, die mir Spaß machen. Ich wüsste nicht, wieso ich das ändern sollte. Und ich habe auch das Gefühl, einigen von euch gefällt das ganz gut. So. Und da kommt auch noch hinzu, wegen der Töne, klar müssen die an einigen Stellen leiser sein, als das jetzt im letzten Video der Fall war, gebe ich ja gerne zu, technische Schwierigkeiten, was will man tun. Aber diese Geräusche sind auch noch für was ganz anderes gut, nämlich die sogenannte künstliche Intelligenz ist gar nicht so intelligent und hat große Schwierigkeiten zu verstehen, worüber diese BEM-Frau eigentlich den ganzen Tag redet, wenn da immer so im Hintergrund so klüng, klüng, Schwerter, Explosionen, Zeug. So, also kann sein, dass einer von euch auch Schwierigkeiten hat, dem zu folgen. Aber dann guck doch einfach einen anderen Kanal. Und wenn du die Informationen hier so wertvoll findest wie ich, dann kann ich sowieso nur dazu sagen, diese ganzen Informationen sind erst dann wirklich was wert, wenn man sie selber gelesen hat. Deswegen, keine Ahnung, ihr könnt ja, wenn ihr meine Videos nicht mögt, einfach unter in die Video-Linkliste gehen, in die Beschreibung, wo dann die Bücher stehen und die Links, die ich mir so angeguckt habe und so. Dann macht doch einfach eure eigene Recherche. Oder macht doch vielleicht sogar auch eure eigenen Videos in so Stummfilmtechnik oder wie auch immer ihr es für richtig haltet. Weil ich wette, ihr habt nämlich auch die richtige Zielgruppe, die das will. Videos ohne Hintergrundgeräusche. Viel Spaß. Kommen wir zu Punkt 2. Was mache ich eigentlich mit euren Spendengeldern? Ja, also am Anfang habe ich es einfach nur wie so eine Art Verdienst betrachtet. War total happy darüber, dass ich jetzt offensichtlich langsam von euch einen Beruf verpasst bekomme. Herzlichen Dank nochmal. Naja, habe halt so meinen Lebensunterhalt damit bestritten. Zum einen und zum anderen eine ganze Menge Equipment gekauft. Ich habe Mikrofon gekauft, Digitalrekorder, Stative, Beleuchtung, einen Computer, Software zum Schneiden, verschiedenste Apps und Programme, um eben an den Videos noch ein bisschen rumzufummeln. Eine Fahrt in die Schweiz, wo ich mich mit anderen YouTubern getroffen hatte. Mein Lebensunterhalt, Equipment und Therapien. Ich habe ja den Club der Lebendigen gegründet für alle Menschen, die auch Erfahrungen haben mit ritueller oder sonst wie organisierter Gewalt. Und aus diesem Club haben 2 Menschen eine Therapie erhalten, die ihr finanziert. Und zwar einmal die Lea, eine Körpertherapie. Lea lernt ihr auch gleich noch am Ende des Videos kennen, denn sie wird zukünftig die E-Mails beantworten für alle, die in den Club der Lebendigen wollen. Lea bekommt von euch eine Körpertherapie finanziert.
Und noch jemand anders, der nicht namentlich genannt werden möchte, erhält eine systemische Therapie. Das will ich auch unbedingt immer so weitermachen. Ich möchte von euren Geldern immer und unbedingt Menschen, die Therapien von Menschen finanzieren, die derlei Erfahrung haben. Warum sind das private Therapien und warum habt ihr davon eventuell noch nie was gehört? Okay, systemische Therapien und Körpertherapien sind beides Therapieformen, an die ich sehr glaube, von deren Wirksamkeit ich überzeugt bin. Wer mein Video, wozu all die Täuschung über Psychiatrien, den G-Punkt und etc. gesehen hat, der wird verstehen, warum ich diesen schulmedizinischen nicht schon wieder. Oh Gott, Freunde, mir fliegen momentan immer Vögel gegens Fenster. Also das ist neu. Ich weiß, man macht dann da so Aufkleber hin. Ne? Damit hatte ich nur nicht gerechnet, dass ich das brauche, weil das was vorher nie passiert. Mir fliegen momentan ständig Vögel gegens Fenster. Wenn irgendeiner weiß, was das zu bedeuten hat, also ist mir jetzt auch egal, ob ihr das wissenschaftlich oder esoterisch meint, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Was bedeutet es, dass mir seit Tagen Vögel gegen die Fenster fliegen? Dazu übrigens ganz interessant, ich habe heute Nacht geträumt, ich hätte ein Wesen gerettet, das war so wie so eine Mischung aus einem Vogel und einem Säugetier. Ich könnte gar nicht sagen, also es war eigentlich eher wie ein Säugetier, aber es hatte halt so einen Vogelkörper. Und das war türkis. Und das ist gestorben und ich habe es einfach nur mir rangeholt und so lange gestreichelt, bis es eingeschlafen ist. Egal, jetzt hat es mich völlig rausgerissen. Spenden und Therapien, das war's. Also die Therapien. Ich glaube also nicht so sehr an das schulische System. Und wenn du jetzt mir gerade zuschaust und du bist vielleicht ein Psychologe oder sonst irgendwas, der in diesem Feld arbeitet, dann sei mir bitte nicht böse. Schau einfach mein Video über dissoziative Störungen und die Geschichte der Psychiatrie und du wirst verstehen, warum ich denke, dass es in einem falschen System kein richtiges geben kann. Ich glaube hauptsächlich leider an Therapieformen, die die Krankenkasse nicht übernimmt. Aber das ist eigentlich auch ganz gut so, weil wenn man sich gerade mal umschaut und versteht, wie eine medizinische Diktatur aussehen könnte, in der jeder mit seinen jeweiligen Diagnosen und Symptomen festgeschrieben ist, da kann man sich vielleicht vorstellen, warum einige Leute, vor allem mit so einer Vergangenheit wie ich, gar nicht so dringend irgendwo registriert sein wollen mit Symptomen. Und ich bitte euch übrigens, ich rate euch zur Vorsicht. Derzeit passiert ein kleiner Trick die ganze Zeit überall, weil in einem sogenannten L-Down die Menschen nur noch zu bestimmten Behandlungen gehen können, wenn sie sie als medizinisch angeben. Das heißt, wenn du zum Beispiel gerne kosmetische Fußbehandlungen dir geben lässt und jetzt gerade dann die nur noch möglich ist, wenn du sie als medizinisch deklarierst, denk noch mal eine Sekunde nach, ob du das möglich möchtest. Denn ich habe davon erfahren, dass das gerade viele Leute machen in vielerlei Hinsicht, dass sie kosmetische Dienstleistungen als medizinische festschreiben lassen. Das führt dazu, dass es ein Symptom gibt, das festgeschrieben ist in deinen Akten. Denk darüber gut nach, ob du das möchtest, denn wir rasen da gerade auf so eine Zeit zu, wo die medizinischen Daten dir ziemlich gefährlich werden könnten. Seit 100 Jahren werden wir davor gewarnt, vor dem gläsernen Patienten, was das für Konsequenzen haben könnten. Ja, die Leute warten halt so lange, bis es echt passiert. Seid bitte vorsichtig. So, ihr könnt selber mal nachlesen. Von Körpertherapien gibt es verschiedene Formen, systemische auch eigentlich. Lest das am besten mal selber nach, wenn es euch interessiert, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das sind Therapieformen, die ich glaube, die halte ich für zielgerichtet und sehr gut. Danke, dass ihr die finanziert. Ja, so grob war es das eigentlich. Das war vorher einfach so unstrukturiert und ich habe das einfach so gemacht. Inzwischen erkenne ich natürlich, ich will ja nicht genauso ätzend sein wie diese Vereine, die ich kritisiere. Also in mein allererstes Video, Schaf im Wolfspelz, du bist Menschenhändler, da spreche ich ja davon, wie diese ganzen Organisationen euer Geld einsammeln und davon einfach nur selber leben. Ja, schwupps. Ich hatte nicht damit gerechnet, so viel Aufmerksamkeit und Zuwendung von euch zu bekommen, aber da ist es. Und nun habe ich eine gewisse Verantwortung. Das ist ein bisschen schwierig, denn in diesem offiziellen System, ich sprach ja gerade schon von Diagnosen und so weiter, da gelte ich als arbeitsunfähig. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dieser Job ist eigentlich der beste, den ein arbeitsunfähiger Mensch wie ich haben könnte, weil ich mache den ja von zu Hause aus. Ich mache das einfach, es hilft mir ja auch, mich abzulenken. Und gerade der Schnitt, also eigentlich finde ich nur schlimm, dieses ganze Drehen. Davor habe ich immer Angst, es dauert immer Tage, ich muss mich ewig vorbereiten, ich heule die ganze Zeit rum.
Leute, wenn ich ein Video aufnehme, das mache ich, da habe ich so viele Anläufe, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist das Schwierigste, aber den Videoschnitt, den liebe ich, oder die Recherche, weil das sind alles so ruhige Tätigkeiten, wo man einfach nur sitzt und liest oder schneidet oder was auch immer. Und so völliger Fokus. Solange man so einen Hyperfokus auf irgendwas hat, kommen natürlich auch keine nervigen anderen Dinge in den Kopf. Deswegen, ich liebe diesen Job. Und es ist ein guter Job. Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie ein Unternehmen zu leiten, da werde ich ganz zittrig und ängstlich. Trotzdem, durch die Angst ins Vergnügen. Im Grunde genommen stülpt ihr mir hier gerade eine Verantwortung über, die mir tierisch Schiss macht. Aber es ist ein guter Schiss, ein guter Druck, ein guter Stress, der mir hilft, mich weiterzuentwickeln. Weil ich mag diese Affirmation auch nicht, dass jemand wie ich kein Unternehmen leiten könnte. Ja, warum denn aber auch nicht? Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, aber ich meine, Maria ist zu Jesus auch gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, sagt man nicht wahr? Und Jesus ist doch ein ziemlich guter Kerl geworden. Also, ich hatte jetzt eine Medienberatung von einem hochrangigen Social-Media-Berater, der internationale Influencer, ich hasse dieses Wort. Egal, er unterstützt alle möglichen Menschen, Fernsehsender, Unternehmen, und er stellt Konzepte für sowas. So, das hat er jetzt mit mir zusammen auch gemacht. Deswegen gibt es zum Beispiel unter anderem dieses neue Format hier, Emotional. Es wird zukünftig noch mehr andere Formate geben. Ich habe jetzt tausende von Excel-Tabellen und Redaktionskalender etc. hier angefertigt. Neben der ganzen schwierigen Dreh- und Schnittarbeit, die ich eh schon habe, habe ich mir jetzt noch eine Schippe Arbeit aufgeladen und mache hier gerade die ganze Zeit so organisatorisches Zeug, um, bam, von meinem kleinen Hobby zu einem Unternehmen zu formen. Dankeschön. Das bedeutet, ich werde in Zukunft auch noch Leute einstellen, um mir zu helfen. Ich werde versuchen, eure Spendengelder eben einfach so einzusetzen, dass ich möglichst viel aus diesem Projekt rausholen kann und viele Videos möglichst schnell produzieren kann. Ich möchte euch von Herzen danken dafür, dass ihr mir diese Verantwortung übergestülpt habt, dass ihr mir dieses Vertrauen schenkt, dass ihr mir so viel Geld gebt, weil ihr offensichtlich wollt, dass aus BAM mehr wird. Und das will ich jetzt auch. Ja, genau, also zukünftig schreibe ich Rechnungen an BAM und kann mir nur noch meine realen Arbeitsstunden auszahlen. Ich nehme jetzt nicht mehr einfach euer ganzes Geld. Ich muss ein neues Konto einrichten für BAM. Die BAM-Gelder werden zukünftig in BAM investiert und wir bauen BAM jetzt einfach zu einem kleinen Unternehmen aus und machen BAM-Evolution. Danke für eure Unterstützung. So, das führt uns zu drittens. Was kann man eigentlich für BAM tun, wenn man kein Geld spenden kann? Eigentlich ziemlich einfach. Ich sage es auch immer wieder. Meistens denken die Leute, ich würde sie irgendwie anschmieren und Quatsch erzählen, aber ich meine es tierisch ernst. Intention und Gebete. Ganz ehrlich, Freunde. Nicht nur, weil ich an Gott glaube, sondern ich kenne mich ja auch so ein kleines bisschen mit Quantenphysik aus. Und vor allem glaube ich an die 7 hermetischen Gesetze, an die 7 universellen Regeln dieses Universums. Ihr könnt ja vielleicht einfach mal, wenn ihr Englisch könnt, meine alten Videos auf diesem Kanal hier auschecken, die ich vorher gemacht habe auf Englisch. Da geht es eigentlich nur um die 7 hermetischen Gesetze und wie man die auf sein Leben anwenden kann. Und das allererste Gesetz von allen, der Ursprung von allem, ist das Gesetz Nummer 1. Ich weiß gar nicht mehr so genau und auf Deutsch weiß ich es eigentlich gar nicht, aber das Gesetz besagt sozusagen, das gesamte Universum besteht aus Gedanken, ist mental, ist ein Geist, ein Consciousness, ein Bewusstsein. Und egal, was du siehst, gehen wir jetzt mal zu materiellen Dingen, die wir selber schaffen, weil ansonsten, wenn du nicht an Gott glaubst, fällt dir das jetzt schwierig, dem zu folgen, was ich hier gerade erkläre. Aber alles, was du siehst, Autos, Häuser, Dinge, die Menschen errichten, die waren immer zuallererst ein Gedanke im Kopf von jemandem, bevor sie zur Realität wurden. Das heißt, die Intention, der gute Gedanke, ist der Start von einfach allem. Und wenn du einfach hin und wieder mal voller guter Gedanken und Hoffnung und Fürsorge und Liebe an mich und BAM denkst, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Solange du immer mal wieder so ein paar positive Gedanken schickst und dir wünschst, dass es mir und BAM gut gehen soll, wird das auch funktionieren. Ich weiß, den Treuen habe ich gerade auch einen kleinen Tipp gegeben, aber Gott sei Dank seid ihr ja viel, viel mehr. Macht's doch einfach so, immer wenn ein Video rauskommt und ihr guckt's, denkt doch
doch einfach ganz kurz, ach schön, Maike und Bem, möge es ihnen immer gut gehen. Und dann funktioniert das auch. Davon bin ich überzeugt. Also betet für mich, denkt an mich, redet gut über mich, erzählt doch eurer Familie von mir, wenn ihr das nächste Mal vielleicht irgendeine Diskussion habt, wo Uneinigkeit entsteht, dann zeigt denen doch einfach mal hier, guckt, die Maike von Bam, die hat da so ein Video gemacht über Verträge, da wird das ganz gut erklärt. Zum Beispiel, teilt mich, liked mich, wie man so schön sagt, umso mehr Daumen hoch unter diesen Videos sind, desto mehr Leute sehen das dann danach auch. Gute Gedanken. Also für mich ist das sowieso das Wertvollste von allem. Ich wurde in meinem Leben schon so häufig mit schlechten Intentionen bedacht. Von Menschen. Und ich weiß, wie furchtbar sich das manifestiert. Das wird Realität. Deswegen bleibt ihr einfach immer sehr viel mehr. Seid bitte in der Überzahl und denkt nicht an mich. Danke. Jetzt stelle ich euch noch Lea vor. Lea wird zukünftig die E-Mails hier für den Club der Lebendigen annehmen. Und dann spiele ich euch noch ein kleines Lied vor, über meine Einsamkeit während der Recherche. Und dann watscheln wir mal weiter schön im Endenschritt durch die Angst ins Vergnügen, einer nach dem anderen, bis wir sie alle haben. Bis zum nächsten Mal. Quark. Hallo Lea, so, ich will jetzt mal hier so ein bisschen für die anderen Leute aus der BAM-Gang zusammenfassen, was hier so alles gelaufen ist in der letzten Zeit und wie wir es hier jetzt so weitermachen wollen. Genau, lass uns doch einfach mal Revue passieren lassen, wie wir uns kennengelernt haben, ja? Alles klar. Ich habe dein Video geguckt und habe mich direkt angesprochen gefühlt. Genau, und dann hast du dich ja auch ziemlich schnell gemeldet, was mich sehr irritiert hat, aber auch sehr gefreut. Und dann haben wir erstmal 2 Stunden telefoniert. Nee, 4 waren es, glaube ich. Ja, ewig auf jeden Fall. Bis in die Nacht hinein. Ja. Genau, und dann war, sobald es den Club der Lebendigen gab, war ich dann auch da. Ein Clubmitglied. Ja, so war das. Gott sei Dank. Jetzt sind wir 12, 13, ich weiß gar nicht. Wie viel sind wir jetzt? Oh, ich weiß es auch nicht. Es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge Leute, die da eigentlich auch gerne rein wollen. Und die schreiben dann immer so Internetkommentare, dass man mich nicht mehr über meine E-Mail-Adresse erreichen kann. Was machen wir denn da, Lea? Ich habe überlegt, dass ich dir da ja vielleicht ein bisschen dich da unterstützen könnte. Und die Mail oder die Menschen, die auch gerne in den Club der Lebendigen wollen, dass die dann ja an eine neue Mailadresse, die Maike vielleicht noch sagen wird, schreiben können. Mhm. Und die werde ich dann lesen und auch beantworten, damit wir der Maike ein bisschen was abnehmen können und ja, damit das mal wieder weiterläuft. Ja, herzlichen Dank, Lea. Das ist die Lea, die ist auch im Club der Lebendigen. Und wenn man sich dann zukünftig meldet, um da auch reinzukommen, dann würde man mit Lea zu tun haben. Die Adresse werde ich dann jetzt hier einblenden. Genau, und jeder, der gerne in den Club der Lebendigen möchte, also für alle, die, also für alle, die auch Erfahrung haben mit ritueller Gewalt, die können sich dann jetzt zukünftig bei Lea melden. Und Lea bringt euch dann hoffentlich sicher und kuschelig in den Club der Lebendigen. Ja, also es gibt ja dann auch noch das Empfangskomitee, was wir da ja auch noch erarbeiten gerade, ne? Also dass andere aus dem Club der Lebendigen quasi mitentscheiden, wer da so rein kann. Also man muss durch so eine kurze Vorstellrunde durch sozusagen, aber dann ja auch einfach, damit es sicher bleibt, ne? Also ja, um zu verhindern, dass da jeder reinkommt. Jeder. Einfach jeder. Plötzlich 7 Milliarden Menschen im Club der Lebendigen, eigentlich auch nicht schlecht. Wollen alle zu uns, oder? Ja. Ja, cool, danke, Lea. Dann machen wir uns mal wieder an die Arbeit jetzt. Okay, dann machen wir das. Ich dachte, meine Kleidung wäre wasserdicht, doch auf der arktischen Platte hilft das nicht, dass hier nur die Kleidung der Hochseefischer was taugt hat. Habe ich dann auch noch verloren. Eine Stimme aus dem Sturm ruft, ich sei auserkoren, dass das wundervoll sei, habe ich kurz gedacht, als das Feuer.
zerstört.